Popkultur. Vergiss es. Ist viel zu riskant. Ich mach so einen Schrott nicht mehr. Das sagst du immer. Es ist jedes Mal dasselbe. Es bringt nichts, nie wieder, zu gefährlich. Gut, ich sag das immer. Aber ich hab auch immer recht. In ein oder zwei Tagen hast du es eh vergessen. Ja, die Tage des Vergessens sind vorbei. Jetzt kommen die Tage des Erinnerns. Weißt du, wie du dich anhörst, wenn du so daherredest? Ich höre mich an wie ein vernünftiger Mann, verdammt nochmal. Ist das klar? Du klingst wie eine Ente. Quack, 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 quack. Ich verspreche dir, du wirst es nie wieder hören müssen. Denn da ich es nie wieder tun werde, wirst du mich auch nie wieder rumquaken hören müssen. Aber erst morgen früh. Korrekt. Heute Nacht wird noch gequakt. Möchte noch einer von euch Kaffee? Oh ja, vielen Dank. Dankeschön. Ich meine, so wie das jetzt läuft, ist ein Banküberfall wesentlich riskanter. Ja, du kannst mir glauben, Banken sind einfacher. Die großen Banken haben Anweisungen, alle Forderungen zu erfüllen. Die sind versichert. Was soll es sie kratzen? Du brauchst nicht mal eine Pistole in so einer Bank. Ich habe mal von einem Kerl gehört, der spazierte mit einem Funktelefon in die Bank, gibt das Telefon dem Kassierer, ein Kerl am anderen Ende der Leitung sagt, wir haben die Tochter von diesem Mann, packt ihm euer ganzes Geld ein oder wir bringen sie um. Das hat funktioniert? Und wie das funktioniert hat, davon rede ich doch. Dieser Penner wackelt in die Bank mit einem Telefon. Nicht mit einer Pistole, nicht mit einem Gewehr, nur mit einem scheiß Telefon. Er räumt den Laden aus und die rühren keinen scheiß Finger. Haben Sie dem kleinen Mädchen wehgetan? Keine Ahnung, wahrscheinlich gab es dieses Mädchen gar nicht. Die Geschichte ist nicht die Tochter. Der Punkt ist einfach, dass sie eine Bank mit einem Telefon ausgeräumt haben. Du willst Banken überfallen? Wer redet denn von Banken? Ich will dir nur klar machen, dass das einfacher ist als das, was wir machen. Keine Spirituosengeschäfte mehr? Worüber reden wir denn? Keine Spirituosengeschäfte mehr. Ist doch nicht mehr so witzig. Es gibt so viele Ausländer in diesen Läden. Vietnamesen, Koreaner, die verstehen kein Wort. Du sagst ihnen, mach die Kasse leer und die haben keinen Schimmer, wovon du redest. Ist einfach lästig. Wenn das so weitergeht, müssen wir noch einen von diesen Reisfressern umnehmen. Nein, ich will auf keinen Fall jemanden töten. Dann denkst du etwa, ich will das? Aber irgendwann heißt es dann, die oder wir. Und wenn es nicht diese Schlitzaugen sind, dann sind es diese abgefahrenen Juden, denen der Laden in der 15. Generation gehört. Da sitzt Opa Irwin wild entschlossen hinter seiner Theke mit einer verdammten Magnum in der Hand. Versuch mal in so einen Laden mit einem Telefon reinzuspazieren. Die lachen dich doch aus. Scheiße, vergiss es, das haben wir hinter uns. Gut. Was hast du dann vor? Arbeiten gehen? Nicht in diesem Leben. Was dann? Garçon, Café, dieser Laden. Das heißt Garçon. Und Garçon heißt Junge. Dieser Laden? Ein verdammtes Restaurant? Was ist daran verkehrt? Restaurants werden so gut wie nie überfallen. Wieso nicht? Bars, Spirituosenläden, Tankstellen. Da kann dich so ein Auftritt den Kopf kosten. Restaurants erwischst du fast immer mit runtergelassenen Hosen. Wir erwarten nicht, überfallen zu werden. Kommt einfach zu selten vor. Ich könnte mir vorstellen, in so einem Laden braucht man auch nicht mit dem Helden rumzurechnen. Korrekt. Genau wie Banken sind diese Läden versichert. Der Geschäftsführer schert es ein Dreck. Er will dich nur vor die Tür kriegen, bevor du die Gäste vergraulst. Kellnerin kannst du vergessen. Die würden sich nie für die Kasse eine Kugel einfangen. Die Tellerabräumer, irgend so ein armer Chico, der $1,50 die Stunde kriegt, soll sich darüber aufregen, dass du den Besitzer beklaust? Die Gäste sitzen da, kauen auf ihrem Steak und wissen gar nicht, was los ist. Gerade verdrücken sie ihr Omelette Denver, im nächsten Augenblick hält ihnen jemand eine Kanone vor die Nase. Weißt du, mir kam die Idee bei unserem letzten Spirituosenladen, weißt du noch? Da kamen doch auch andauernd Kunden rein. Ja. Da hattest du die Idee, denen die Brieftasche zu klauen. Also, das war eine gute Idee. Danke. Wir haben mehr an Brieftaschen verdient als an der Kasse. Das war der Hit. Eine Menge Leute gehen ins Restaurant. Eine Menge Brieftaschen. Verdammt clever, ne? Verdammt clever. Ich bin bereit. Tun wir sofort. Hier auf der Stelle. Na komm schon. Okay. Genau wie immer, verstanden? Du hältst eine Menge in Schach. Ich räume die Kasse leer. Ich liebe dich, Pumpkin. Ich liebe dich, Honey Bunny. Keine Panik, das ist ein Überfall. Wenn sich auch nur einer von euch stinkenden Schwänzen rührt, verspreche ich euch, ich werde euch die Eier einzeln abschneiden. Welches Schwein dann hätten Sie denn gerne? Ja, ich nehme das Grüne. Das Grüne, okay, hier sind die 5 Taler. Okay, wer bin ich? Tja. Reale Person? Ja. Männlich? Ja. Lebendig? Ich glaube schon. Aus dem Showbiz? Ja. Sparte Film? Nein. So, wer bin ich denn? Tja. Weiblich? Ja. Aus dem Showbiz? Nein. Okay, nicht aus dem Film, aus Musik? Ja. Mhm. Bin ich ein Musiker? Mhm. Also ich spiele ein Instrument? Glaub nicht. Also ich bin nicht aus dem Bereich Pop-Business? Nee. Aber ich bin eine bekannte Persönlichkeit. Ja, ja. Bin ich immer noch aktiv? Nein. okay, also demnach bin ich dann vermutlich ein Sänger? Ja. Ein Solosänger? Ja. Ein Singer-Songwriter? Nein, ich glaube nicht, nein. Okay. Okay, also ich bin nicht mehr aktiv. Lebe ich noch? Nee. Ja, sehr. Ein Singer-Songwriter, ein Sänger. Habe ich eine Band? Nee. Also ich bin bereits gestorben. Mhm. Aber ich war mal eine große Nummer. Mhm. In der Politik? Auch, ja, schon, ein Stück weit. Also. Aber ich gehe recht in der Annahme, dass es nicht mein Hauptjob war. Nein, also
Wahrscheinlich einer von vielen Zweigen. Ja. Mhm. Mhm. Also ich habe mich politisch geäußert. Das bestimmt. Ich bin keines natürlichen Todes gestorben. Müsste ich jetzt tatsächlich überlegen. Mhm, okay. Ich glaube tatsächlich nicht, ja. Also ich bin nicht in der Altersschwäche gestorben? Ich glaube nicht, ne. Okay. Ist aber nicht so wichtig jetzt wahrscheinlich, ne? Nee. Okay, also ich war bekannt, habe mich auch irgendwie mal politisch geäußert. Mhm. Bin aber nicht aus dem Pop- oder Showbusiness. Nein. Sportler? Nein. Rind? Nein. Nein. Auch nicht. So, Moment, also ich singe. Ich habe keine Band. Puh, komme ich aus Deutschland? Nein. Mhm. Okay, ich muss erstmal mein Genre finden. Mhm. Okay, also ich bin keine Politikerin, keine Sängerin, keine Schauspielerin. Mhm. Bin ich Autorin? Nee. So, ich komme also nicht aus Deutschland. Komme ich aus Amerika? Nein. Okay, ich suche weiterhin den Genre. Okay, ich überlege, also das gesamte Pop-Biz hat damit nichts zu tun. Nee. Hab mich aber geäußert und hab eigentlich einen anderen Job. Was denn? Es gibt nichts anderes als Pop-Biz. Alles andere ist scheiße. Also ich bin ja bekannt, also irgendeinen Job habe ich ja gemacht, der mich bekannt gemacht hat. Genau. Ich bin auch keine Sportlerin. Nee. Wird man denn so bekannt? War ich irgendwie eine Affäre von irgendwem? Das warst du tatsächlich auch, ja. Aber ich hatte schon einen Job, so einen Job. Ja, das, wenn man das Job nennen will, ja, war das schon dein, das, was du gemacht hast. Das, womit ich auch bekannt geworden bin. Ja. Okay, also ich bin schon verstorben. Mhm. Hatte ich meine Blütezeit in den 60er Jahren? Nein. So, Moment, ich komme nicht aus Amerika, nicht aus Deutschland, komme ich aus England. Nein. Okay, hatte ich meine Blütezeit in den 50er Jahren? Nein. Ach, fuck, du doofe Frage. Komme ich aus Europa? Ja. Okay. Aus Frankreich? Nein. Okay, Blütezeit vergessen wir jetzt mal, weil ich aktiv war. Bin tot. Was habe ich denn gemacht? Aber ich war ja offenbar so bekannt, dass man mir zugehört hat, wenn ich mich politisch geäußert habe. Ja. Das hat eine gewisse Relevanz. Ja, ja. Und es war auch nicht mehr krass. Ja, auf jeden Fall. Jetzt spricht sie wieder. Ja, zu sagen. Was kann man denn noch so machen? Tja. Bestimmt voll einfach, ne? Naja, kommt drauf an, wenn man auf. Also, kommt drauf an, auf welche Fährte man. Ist. War ich irgendwie eine Art Guru oder so? Guru ist das falsche Wort. Ah, aha. Also nein. Nein. Mhm. So, ich komme also aus Europa. Mhm. Sänger aus Europa. Aus Italien? Ja. Ehrlich? Mhm. Okay, krass. Aus Italien. Ein Sänger aus Italien. Fallen mir viele ein. Wer lebt noch? Ich glaub schon, ja. Mhm. Okay, wenn du sagst, du glaubst schon, ich muss ja schon älter sein. Ja, oder nicht mehr. Bin ich schon älter? Das weiß ich nicht. Okay. Aber ich bin nur Sänger. Ja. Mhm. Mhm. Hatte ich Hits? Mhm. Aber nur in Italien? Mhm. Nein. Okay. Okay, also. Habe ich im 20. Jahrhundert gelebt? Nein. Mhm. Ich hatte Hits. Mhm. In den 80ern? Ja. Ich muss immer 20. Nein. Okay. Okay, also ich bin nicht im 20. Jahrhundert, aber habe nicht gelebt im 20. Jahrhundert. Ich sage jetzt mal, ich habe auch nicht im 21. Jahrhundert gelebt. Nein. Also ich habe irgendwann früher gelebt. Mhm. Und war bekannt mhm. Als eine Art, ja, Guru nicht, vielleicht eine Art Märtyrerin vielleicht sogar. Also im Sinne von Heil, also aus alle, die raus, auf ihrem Pferd vielleicht sogar. Nee. Nee, okay. Auf dem Esel. Nicht nur in Italien auch. Mhm. Aber ich bin nicht Adriano Celentano. Nein. Der war ja auch ein Schauspieler. War ich aus England? Nee. Ich bin auch nicht Toto Cotugno. Nein. Okay, also ich fasse nochmal zusammen. Ja. Ich bin vor langer Zeit gestorben, keine Politikerin, mhm. auch nicht aus dem Showbiz, aber man hat mir durchaus zugehört, wenn ich was gesagt habe, was mhm. relevant ist. Ja. Also eine Art Aktivistin vielleicht, im weitesten Sinne. Brauchst du nicht antworten, ich denke jetzt nur so für mhm. mich. So, ist klar. Okay, also ich bin nicht aus England, denn meine Fährte war ein bisschen vielleicht irgendwie das Königshaus oder so, dass ich irgendeinen mhm. adligen Status gehabt habe, aber habe ich nicht. Einen adligen Status ja. hast du schon. Okay, dann war das jetzt ein Nein sozusagen, dann bist du jetzt dran. Mhm. Ja. Stimmt. Aber verdammt, ein italienischer Sänger, ja. Puh. Habe ich in Italienisch gesungen? Nein. Alles klar. Okay. Also ich war irgendwie adlig? Ja. Und ich kenne mich wirklich? Du kennst dich. Hundertprozentig. Also
würde mich wundern, wenn du dich nicht kennen würdest. Okay, also, ich war dann sogar für tagsüber. Irgendwie. Ja. Ja. Und hab mir aber so das Weltgeschehen angeguckt. Ja. Und fand auch nicht alles super. Mhm. Und hab mich dann auch geäußert und gesagt. Mhm. Ja. So nicht. So nicht. Bin ich aus Deutschland? Nein. Hab ich Englisch gesungen? Ja. Ich kenne mich auch. Ja, ja, ja. Mhm. Hast du das Erzählen eigentlich schon raus? Wann du aktiv getötet gewesen bist? 18 Jahre. Ja, genau. Mhm. Mhm. War ich auch ein Wanted Wonder? Ich weiß nicht mehr, wie deine Hits hießen. Okay. Aber du warst schon, ja, ja, im Grunde genommen schon. Du hattest eine kurze Laufzeit als bekannte Persönlichkeit. Okay. Mhm. Ich hab nur Englisch gesungen. Mhm, ich hab schon, ja. Mhm. Das kann ich auch fragen. Das Genre war zum Beispiel. Ja, stimmt. Bin ich ein Rocksänger? Nein. Okay. Okay, komm mal zu mir. Also, mhm. Ich mal das Land raus, aber Europa. Nee. Nein? Nee. So, ich habe also keinen Rocksänger, aber ich Popsänger. Ja. Okay. Man, also an meinem Namen erkennt man, dass ich aus Italien komme? Nein. Na super. Okay, boah, das ist echt voll schwer. Was bin ich denn wohl? Also ich bin irgendwo auf dieser Welt hier gewesen, vor hunderten von Jahren im Zweifelsfall. Hab mich hier und da mal geäußert. War irgendwie adlig. Aber nicht aus Europa. Mhm. Okay, aus dem asiatischen Raum? Nein. Nein? Nein. Was? Ja, das macht doch anscheinend auch nicht so leid. Ich kenn mich nicht, ich sag's dir. Doch, du kennst dich. Also wenn du dich nicht kennst, also dann, ne? Ich glaube eher, dass ich mich nicht kenne. Doch, aber, doch, ja? Doch. Hab ich vielleicht vergessen, aber... Vermutlich, ja. Also ich hatte auch keinen italienischen Namen. Krass. Ich würde mich nicht so sehr auf Italien verschreifen. Ich glaube, du bist Italiener. Das wäre jetzt noch. Okay. Die Hits, die ich hatte, waren die so eher... Ach, ich kann ja nicht entweder oder fragen. Mhm. War ich Mitte der 80er aktiv? Ja, sowas. Mhm. Und die Hits, die ich hatte, waren international. Europaweit, würde ich jetzt mal so sagen. Okay. In Deutschland auf jeden Fall auch bekannt. Okay. Ich meine, du kannst einfach irgendwelche Namen, die dir einfallen. Ja, ja, ich muss Namen einfallen. Eigentlich dein Genre, alles so. Okay. Also ich hatte auch Nummer 1. Hm, ich glaube nicht. Okay. Weiß ich nicht. Okay. Achso, nein. Stimmt. Ja. Okay. Kein Europa, kein Asien. In Nordamerika hat es keine Monarchie gegeben, deshalb bin ich dort auch nicht. Nein. Okay. Andere Royals kenne ich nicht. Doch. Nein. Also mit Asien meine ich auch sowas wie Russland. Nee, nee. Okay. Dann noch eine Frage. Afrikanischer Kontinent. Ägypten. Ja. Nofretete. Nee. Tja, aber ich glaube, ich komme auf meinen nicht, ey. Ich weiß doch nicht mehr, was ich fragen soll. Genre. Ich mein, ah, Pop, ne? Pop. Ja, auch das ist hier nochmal ein ja, Grenzen. Dann, also eher so Balladen, oder? Ja, nee. Okay. Okay, Kleopatra. Ja. Yay! Ich dachte, das wäre voll leicht. Ja, voll nicht. Ja, dann musst du mir jetzt ja sagen, weil du hast ja gewonnen. Dean Harrow. Das war doch ein Italiener. Ja, auf jeden Fall. Alter, davon nehme ich sogar Platten. Siehst du? Ja. Dan Harrow. Dan Harrow. Den hab ich mal live gesehen. Auf der Funkausstellung in Berlin. Too much information. Also, okay, los, erzähl mir nochmal von diesem Haschespaß. Alles klar, was willst du wissen? Der Stoff ist da legal, ja? Ja, schon legal, aber nicht 100% legal. Du kannst unmöglich ins Restaurant gehen, dir einen Joint rollen und drauf lospaffen. Ich meine, die wollen, dass du zu Hause oder nur in bestimmten Plätzen rauchst. Und das sind diese Haschbars? Ja, das funktioniert ungefähr so. Es ist legal, den Stoff zu kaufen. Es ist legal, ihn zu besitzen. Und wenn du der Besitzer so einer Haschbar bist, ist der Verkauf legal. Es ist legal, das Zeug bei sich zu haben.
Aber das ist eigentlich unwichtig. Zieh dir das rein. Wenn du von einem Bullen in Amsterdam festgehalten wirst, hat er nicht das Recht, dich zu durchsuchen. Die Bullen in Amsterdam haben nicht das Recht dazu. Oh Mann, da muss ich hin, das ist doch ganz klar. Was mache ich noch hier? Ich weiß, Baby. Du würdest tierisch draufstehen. Aber weißt du, was das Abgefahrenste an Europa ist? Was? Das sind die kleinen Unterschiede. Ich meine, die haben den gleichen Scheiß, der hier läuft. Aber da... Da läuft eine Spur anders. Zum Beispiel? Zum Beispiel, wenn du in Amsterdam ins Kino gehst, kaufst du dir ein Bier. Und ich meine nicht so einen billigen Pappbecher, ich rede von einem Glas Bier. Und in Paris kannst du dir bei McDonald's ein Bier kaufen. Und weißt du, wie die einen Quarter Pounder mit Käse in Paris nennen? Die nennen die nicht einen Quarter Pounder mit Käse? Nein, Mann. Die haben das metrische System, die wissen gar nicht, was ein Viertelpfünder ist. Wie nennen die ihn? Die nennen ihn Royal mit Käse. Royal mit Käse? So ist es. Wie nennen die einen Big Mac? Ein Big Mac ist ein Big Mac, aber die nennen ihn Le Big Mac. Le Big Mac? Wie nennen die einen Whopper? Keine Ahnung. In Burger King war ich nicht. Weißt du, was die in Holland anstatt Ketchup auf die Pommes tun? Was? Mayonnaise. Ih, ist das eklig. Hab ich selbst gesehen, Mann. Die ersäufen die in der Tunke. Wirklich. Für so einen Auftritt sollten wir eigentlich Gewehre nehmen. Wie viele sind da oben? 3 oder 4. Unser mal mitgezählt? Bin mir nicht sicher. Das heißt, da oben könnten bis zu 5 Typen warten. Wäre möglich. Gewehre wären angesagt. Wie heißt sie? Mia. Mia. Wie haben sich Marcellus und sie kennengelernt? Keine Ahnung. Wie sich Leute kennenlernen. Sie war früher Schauspielerin. Ach, interessant. Hat sie was gemacht, was ich gesehen habe? Ich glaube, ihr größtes Ding war die Hauptrolle in einem Piloten. Pilot? Was ist ein Pilot? Du kennst doch diese Serien im Fernsehen. Ich sehe nie fern. Ja, aber dir ist schon klar, dass es eine Erfindung namens Fernsehen gibt und dass sie in dieser Erfindung Serien zeigen. Ja. Gut, bei Fernsehserien läuft das so. Wir machen eine Folge und diese Folge nennt man Pilot. Dann zeigen sie diese Folge im Fernsehen und je nachdem, wie vielen Leuten sie gefallen hat, entscheiden die Produzenten, ob sie weitermachen. Einige kommen gut an und dann machen sie darauf Fernsehserien. Aus anderen wird nichts. Sie hatte die Hauptrolle in einer von denen, aus denen nichts wird. Hallo? Vincent? Vincent? Ich bin auf dem Intercom. Wo? Wo ist das Intercom? Drüben an der Wand bei den beiden afrikanischen Jungs. Zu ihrer Rechten. Warm? Wärme? Isco? Hallo? Drücken Sie den Knopf, wenn Sie sich unterhalten wollen. Hallo? Machen Sie sich was zu trinken. Ich schneller bei Ihnen, als ein Lämmchen mit dem Schwanz wackelt. Die Bar ist am Kamin. Okay. Gehen wir. Was zum Henker ist das für ein Laden? Das ist das Jack Rabbit Slims. Ein Elvis-Fan sollte begeistert sein. Kommen Sie mir, gehen wir ein Steak essen. Sie bekommen Ihr Steak auch hier, Daddy-O. Seien Sie kein... Gut nach Ihnen, Kitty Cat. Guten Abend, Lady and Gentlemen. Was kann ich für Sie tun? Sie haben Reservierungen auf Wallace. Wallace? Wir haben einen Wagen reserviert. Ah, ein Wagen. Ich möchte, dass Sie sich da drüben in den Chrysler setzen. Und jetzt einen großen Applaus für Ricky Nelson. Sehr beeindruckend. Vielen Dank, Ricky. Vincent! Nur damit Sie Bescheid wissen, Ricky wird in der zweiten Hälfte unserer Show nochmal auftreten. Ich hoffe, Sie genießen Ihr Essen hier im Jack Rabbit Sims. Danke. Was sagen Sie? So eine Art Wachsfigurenkabinett mit lebenden Gestalten. Hi, ich bin Buddy. Was darf sein? Ah, na schön. Steak, 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 Steak. Ah ja, ich hätte gerne das Douglas Sirk Steak. Das hätte ich gerne. Wie soll's sein? Schwarz wie ein Stück Kohle oder blutig? Das Blut muss spritzen und das klingt doch gut. Vanilla Coke. Für Peggy Sue? Ich hätte gerne einen Kirby Durwood Burger, blutig und einen 5-Dollar-Schal. Welchen Shake? Martin und Louis oder Amos und Andy? Martin und Louis. Sie bestellen einen 5-Dollar-Shake? Mhm. Was ist ein Shake? Das ist Milch und Eiscreme. Ja, soweit ich weiß. Der kostet 5 Scheine? Und Sie tun keinen Bourbon da rein? Nein. War ja nur eine Frage. Ich bringe Ihnen gleich die Drinks. Könnten Sie mir auch so einen drehen, Cowboy? Ich gebe Ihnen die hier, Cowgirl. Danke. Denken Sie sich nichts dabei. Also, Marcellus sagt, Sie sind gerade aus Amsterdam zurückgekommen. Das ist wahr. Wie lange waren Sie dort? Etwas über 3 Jahre. Ich fahre einmal im Jahr für einen Monat dorthin, um auszuspannen. Was? Ehrlich? Das wusste ich gar nicht. Woher sollten Sie auch? Hab gehört, Sie haben einen Piloten gedreht. Das waren meine großen 15 Minuten. Um was ging es? Eine Serie über ein Team von weiblichen Geheimagenten namens Fox Force 5. Was? Fox Force 5. Das bedeutet, wir sind ein Haufen knackiger Mädchen und wir sind die Kraft, mit der man uns rechnen muss. Und 5? Denn es gab 1, 2, 3, 4, 5 von uns. Eine Blonde, Somerset O'Neill, sie war die Anführerin. Die japanische Füchsin war eine Kung-Fu-Meisterin und die Schwarze war sowas wie eine Sprengstoff-Expertin. Die Spezialistin der Französin war 6. Was war ihre Spezialität? Messer. Die Figur, die ich spielte, war Raven McCoy. Sie war von Zirkusartisten großgezogen worden. In dieser Serie konnte keine Frau auf der Welt mit einem Messer schneller töten und sie kannten 1 Million Witze. Sie hatte sie von ihrem Großvater, einem alten Star. Und wenn wir genommen worden wären, dann hätten sie einen Running Gag draus gemacht. Ich hätte dann in jeder Folge einen neuen Witz erzählt. Kennen Sie irgendwelche Witze? Naja, ich
konnte nur einen erzählen, denn wir haben ja nur eine Folge gedreht. Erzählen Sie ihn mir. Er ist schmutzig. Haben Sie sich nicht so. Erzählen Sie ihn mir. Nein. Ihnen würde er nicht gefallen und mir wäre es peinlich. Ihnen wäre es... Sie haben ihn etwa 50 Millionen Menschen erzählt und mir können Sie nicht erzählen? Ich verspreche Ihnen, ich werde nicht lachen. Genau davor habe ich Angst, Vince. So hatte ich das nicht gemeint, das wissen Sie. Ich werde Ihnen auf keinen Fall erzählen, denn jetzt können Sie unmöglich darüber lachen. Was für ein Unsinn. Martin und Louis, Vanilla Coke. Lecker. Könnte ich mal einen Schluck probieren? Aber gerne, Vince. Ich muss wissen, wie ein 5-Dollar-Shake schmeckt. Sie können meinen Strohhalm benutzen, ich habe keine Filzläuse. Tja, aber vielleicht habe ich welche. Mit Filzläusen werde ich fertig. Na schön. Gott verdammt. Das ist ein höllisch guter Milchshake. Habe ich doch gesagt. Ich weiß nicht, ob er 5 Dollar wert ist, aber er ist verdammt gut. Hassen Sie das nicht auch? Was denn hassen? Unbehagliches Schweigen. Warum müssen wir immer über irgendwelchen Blödsinn plappern, damit wir uns wohlfühlen? Tja, keine Ahnung, ist eine gute Frage. Man weiß immer, dass man jemanden ganz besonders gefunden hat, wenn man einfach mal für einen Augenblick die Schnauze halten und zusammenschweigen kann. Tja, ich denke, so weit sind wir noch nicht, aber machen Sie sich nichts draus. Wir haben gerade erst angefangen. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ich gehe jetzt aufs Klo und werde mir die Nase pudern und Sie bleiben hier und überlegen sich, was Sie sagen. Ist doch ein Wort. Okay. Ich habe gesagt, verdammt nochmal, verdammt nochmal, verdammt! Stehen Sie auch so drauf, wenn Sie vom Klo zurückkommen und Ihr Essen wartet bereits auf Sie? Na, wir können froh sein, dass wir überhaupt was gekriegt haben. Ich glaube, Buddy Holly hat als Kellner nichts drauf. Vielleicht hätten wir uns an einen Marilyn Monroe-Tisch setzen sollen. Möchten Sie noch Kaffee? Nation, es gibt 2 Monroes? Nein, gibt es nicht. Das ist Marilyn Monroe und das ist Mamie Van Doren. Ein Humphrey Bogart-Cocktail. Ich sehe Jane Mansfield nirgendwo. Die wird wohl wahrscheinlich heute frei haben. Gut kombiniert. Ja, ich habe meine hellen Momente. Und? Ist Ihnen was eingefallen? Ja, eigentlich schon. Allerdings, ich habe irgendwie das Gefühl, Sie sind ein netter Kerl. Ich möchte Sie nicht beleidigen. Das klingt nach einem üblichen geistlosen, langweiligen Lernen, wie uns kennen, Gesülze. Das hier klingt, als hätten Sie wirklich was zu sagen. Naja, schon richtig, schon richtig. Aber Sie müssen mir versprechen, dass Sie nicht beleidigt sind. Nein. Sowas kann man mir unmöglich versprechen. Ich habe keine Ahnung, was Sie mir sagen wollen, aber die können weitermachen und mir erzählen, was Sie wollen. Trotzdem bin ich nicht dafür garantiert, dass ich nicht beleidigt bin. Dann hätte ich ohne eigenes Verschulden mein Versprechen gebrochen. Oh, vergessen wir es einfach. Das ist nicht drin. Etwas derart Faszinierendes zu vergessen, wäre ein sinnloses Unterfangen. Ist das eine Tatsache? Und außerdem, ist es dann nicht aufregender, wenn Sie es ohne Netz versuchen? In Ordnung, in Ordnung. Also, jetzt kommt's. Wie fanden Sie das, was mit Antoine passiert ist? Wer ist Antoine? Tony Rocky Horror, Sie kennen ihn. Er ist vom Balkon gefallen. So könnte man es auch darstellen. Man könnte aber auch sagen, dass er runtergeschmissen wurde. Oder man könnte auch sagen, dass Marcellus ihn hat runterschmeißen lassen. Und man könnte natürlich auch sagen, dass er ihretwegen von Marcellus aus dem Fenster geworfen wurde. Ist das eine Tatsache? Nein, das ist keine Tatsache. Das habe ich nur gehört. Das ist das, was ich gehört habe. Wer hat Ihnen das erzählt? Irgendwer. Irgendwer redet viel, was? Das ist allerdings wahr. Das ist wirklich wahr. Nicht schüchtern, Herr Vince. Was sagen die Leute noch? Ich bin nicht schüchtern. Fiel vielleicht auch dieses Wort mit F? Nein. Ich habe nur gehört, dass Antoine ihm die Füße massiert hat. Und? Und gar nichts. Das ist alles. Sie haben gehört, Marcellus hat Tony Rocky Horror vom Balkon werfen lassen, weil er mir die Füße massiert hat? Und was glauben Sie? Naja, als ich es gehört habe, klang es irgendwie ganz vernünftig. Dass Marcellus Tony vom Balkon werfen ließ, weil er mir die Füße massiert hat, schien Ihnen ganz vernünftig? Nein, es schien übertrieben, aber das heißt nicht, dass es nicht passiert ist. Ich habe gehört, dass Marcellus hatte, was Sie angeht, einen starken Beschützerinstinkt. Dass ein Mann seine Frau beschützen will, ist das eine. Dass ein Mann beinahe gestorben wäre, weil er die Füße einer Frau berührte, ist was anderes. Aber es ist passiert. Das Einzige, was Antoine jemals von mir berührt hat, war meine Hand auf meiner Hochzeit. Wirklich? Niemand weiß, warum Marcellus Tony vom Balkon werfen ließ, abgesehen von Marcellus und Tony. Aber wenn ihr kleinen Gangster euch trefft, ist das schlimmer als ein Nähkränzchen. Ladies and Gentlemen, jetzt kommt der Augenblick, auf den Sie alle gewartet haben. Der weltberühmte Jack Rabbit Slims Twist-Wettbewerb. Heute werden wir wieder ein glückliches Pärchen diesen attraktiven Pokal erringen, den Marilyn hochhält. Also, wer sind unsere ersten Teilnehmer? Hier drüben. Ah, das Pärchen da drüben. Kommen Sie bitte nach vorne. Ich will tanzen. Nein. Nein. Ich denke doch, dass Marcellus, mein Mann und ihr Boss, ihnen gesagt hat, sie sollen mich ausführen und alles tun, was ich will. Also, ich will tanzen, ich will gewinnen, ich will diese Trophäe. Ach, alles klar. Also, tanzen Sie gut. Einen großen Applaus für unser erstes Tanzpaar. Jetzt möchten wir natürlich noch unseren Teilnehmer kennenlernen. Junge Dame, wie heißen Sie? Mrs. Mia Wallace. Und wie sieht es mit Ihrem Begleiter aus? Vincent Vega. Alles klar. Zeigen Sie uns, was Sie können. Legen Sie los. Zweite Runde? Was bin ich? Ich darf bestimmt dann anfangen, weil ich verloren habe, ja, ne? Ja, das darfst du. Bin ich ein Mann? Mhm, ja. Mhm. Das war der Frage. Stimmt. Lebe ich noch? Oh, gute Frage. Ich glaube sogar, du lebst nicht mehr. Oh, okay. Also vielleicht nein. Ich weiß, ob du weiterfragen möchtest, oder? Ach so, ja. Bin ich sicher. Bin ich aus dem Showbiz? Ja. Wieder Musik? Nein. Okay. Okay. Bin ich männlich? Diverse? Das ist eine schwierige Frage.
Ja, es ist eher divers, ja. Ha. Darf ich weiter raten? Ja. Bin ich aktuell unterwegs? Nee. So, also nicht aus dem Musikbereich, komme ich aus dem Filmbereich. Kannst du das spezifizieren? Ja, bin ich Schauspieler. Ja. Mhm. Aber das könnte ich auf die falsche Fährte bringen. Also ich sag mal ja, aber... Okay. Überleg also da gleich bin mal. Ich auch Regisseur? Glaube nicht. Okay. 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 Ich bin aber ein Mensch. Okay, bin ich eine Kunstfigur? Nee. Okay, also ich bin ein Quäntchen Schauspieler, komme aus dem Filmbereich. Bin ich, also Regisseur bin ich demnach ja nicht. Also Filmbereich ist weit gefasst. Ja, ne? Ja. Bin ich Stuntman? Nein. Ja, oh Mann, geiler Schuss, ne? Okay, oh gut. Also ich bin... Habe ich mich im deutschen Fernsehen bewegt? Nein. Okay. Die Frage ist so geil, wenn man die Antwort weiß. Also wenn man weiß, ja. Wer es ist. Okay. Ein Schauspieler. Doch, Schauspieler, aber nicht hauptsächlich. Bin ich irgendwie von irgendeiner Filmgesellschaft irgendwie in einem... Nein. Okay. So Executive oder sowas? Ja, nein. Genau. Okay. Ich muss erstmal meine Form hier bestimmen. Ja. Ja. Bin ich vom Planeten Erde? Naja. Ursprünglich. Tja, vermutlich eher nicht. Bist du dran? Also, ich bin irgendwie nur Quäntchen-Schauspieler. Komme aus dem Filmbereich. Bin aber nicht Beleuchter oder irgendwie sowas. Stuntman bin ich auch nicht. Bin ich Synchronsprecher? Nein. Mhm. Also, du bist eine Art Schauspieler. Okay. Aber, naja. Okay. Also jetzt kein hinter den Kulissen oder so. Da brauchst du gar nicht weiter denken, dass das normal so ist. Okay. Okay, also. ich bin aus unserem Universum. Das habe ich schon mal raus. Das schon, vermutlich. Ja. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ja, vielleicht auch nicht. aber dann muss ich eine Fantasiefigur sein. Ja, habe schon. Habe ich eine Geburtsurkunde? Nee. Ja. Aber ja, eine Fantasiefigur, ja, also es hat mich jemand, jemand hat mich erfunden. Ja, das weiß ich nicht. Aber es wäre jetzt vermessen, das zu behaupten vielleicht. Aber vielleicht. Ja. Ich glaube, ich weiß, wer ich bin, aber war das jetzt ein Ja oder ein Nein? Ich rate mal drum herum. Jein, und, ja. Es gibt mich seit Tag 1 sozusagen. Ja, das könnte man sagen. Oder Bibel zumindest. Weil ich habe... Nee, dann ach nicht. So. Bin ich Gott? Nein. Ah, okay. So, also Schauspieler, habe ich tragende Rollen gespielt? Du redest von Mehrzahl, ne? Ja, beziehungsweise, ja, ich kann ja keine Entweder-Oder-Frage stellen. Mhm. Ja. Nein. Okay. Bin ich eine Idee? Ja, das ist eine schwierige Frage. Im Grunde genommen sicherlich ein Stück weit auch, ja. Aber es wäre auch da vermessen, das zu behaupten, weil du, glaube ich, schon für Menschen mehr als eine Idee bist. Mhm. Könnte ich im Religions- oder Philosophieunterricht vorkommen? Mhm. Und weniger im Physikunterricht? Ja. Mhm. Okay, ich bin eine Gottheit? Mhm. Ist nur die Frage, welche? Gab ja doch so einige. Ich kann mich damit nicht aus. Fuck. bin ich aus
der römischen Mythologie? Nein. Sagt man in römischer Mythologie? Ja, die gibt's. Kann man sagen. Mhm. Nein. Aus der bist du nicht. Okay, wir haben noch gar nicht geklärt, wo ich herkomme, ne? Mhm. Nee, das stimmt. Mhm, komme ich aus Amerika? Nein. Gut. Ja. Okay, also, bin ich Teil der griechischen Mythologie? Nein. Komme ich aus Europa? Ja. Okay. Komme ich aus Deutschland? Nein. Hm. Bin ich Teil der fernöstlichen Mythologie? Ja. Der indischen? Ja. Shiva? Alter, ja. Okay, aber willst du mal weiterfragen? Oder? Ja, will ich gerne. Mach mal. Also ich bin... Such mal dein Genre. Das wird dir vielleicht helfen. Dein Land und dein Genre. Dann wird es schon ein Komme ich aus... Ja, wo kann ich denn herkommen? Aus Frankreich? Nein. Italien diesmal wahrscheinlich nicht. England? Ja. Bin ich Rowan Atkinson? Nein. Aber gar nicht mal so weit entfernt vom Genre. Okay, bin ich Comedian? Ja. Okay, Englisch. Hm. Bin ich einer von Monty Python? Nein. Hm. Was heißt denn noch Englisch? Komiker. Mhm. Also, ach, ja. Ja. Ich hatte mal eine Glanzzeit in den 80ern. Ich glaube eher 70er, 80er, sowas. Ich kann es nicht genau. Okay. Ich weiß nicht, wann es genau aufgenommen wurde. Das war das Engländer? Ist es eher nicht, ne? Mhm. Und ich war im Fernsehen? Ja. Im Fernsehen. Mhm. Im Fernsehen. Nicht im Kino? Nein. Hatte ich eine Serie im Fernsehen? Kannst du das, Also hatte ich, gab es, wurde ich regelmäßig ausgestrahlt? Ja. Mhm. Okay. Ich bin aber nicht Mr. Bean. Nein. Na gut, der war ja auch ein bisschen später. Oder war der auch 17? Mhm. Bin ich Benny Hill? Ja. Geil. Ja, geil. Ich liebe dich, Pumpkin. Ich liebe dich, Honey Bunny. Keine Panik, das ist ein Überfall. Wenn sich auch nur einer von euch gegen den Schwänzen rührt, verspreche ich euch, ich werde ihm die Eier einzeln abschießen. Habt ihr das kapiert? Hände auf den Boden. Die Gäste können sitzen bleiben. Auf den Boden, verdammt nochmal. Du sitzt da drüben bei der Biene, bis ich bis 10 gezählt habe. Ich will alle aus der verdammten Küche raus haben. 4, 5, 6, 7, 8. Frag mich, was du vorhast, du verfluchter Juppie. Was ist mit dir, du Vollidiot? Hey du, mach diese Tasche voll. Los, alle raus aus der Küche. Raus! Macht, dass ihr rauskommt. Hey ihr, bewegt euch, bewegt euch! Was zum Teufel macht ihr da? Beeilt euch ein bisschen! Fickt euch den verdammten auf den... Legt euch auf den verdammten Boden! Was ist mit dir, Opa? Runter! Ich bin der Geschäftsführer hier und es gibt kein Problem. Wirklich kein Problem. Willst du mir ein Problem machen? Auf gar keinen Fall. Du hast gesagt, du willst mir ein verdammtes Problem machen? Du willst mir ein verdammtes Problem machen? Na los, ich glaube, wir haben hier einen kleinen Helden, Honey Bunny. Na, dann leg den Mistkerl einfach um. Ich bin ganz sicher kein Held. Ich bin nur der Geschäftsführer dieses Restaurant. Runter mit dir, verdammt nochmal! Der ganze Laden gehört uns! Nehmen Sie, was immer Sie wollen! Halten Sie die Konten ruhig. Ja. Sagen Sie denen, sie sollen cool bleiben. Ja. Und dann ist alles bald ausgestanden. Ja. Hast du mich verstanden? Ja, ja. Hören Sie bitte alle mal her. Bleiben Sie alle ruhig. Kooperieren Sie und das alles wird in einer Minute vorbei sein. Runter mit dir. Gut gemacht. In Ordnung. Jetzt mal hören. Ich komme jetzt rum und sammle eure Brieftaschen ein. Es wird nicht diskutiert. Ihr schmeißt die einfach in die Tüte. Alles klar? Ich habe gesagt, in die Tüte. Ist das klar? Gut. Also dann Brieftaschen raus. So ist es gut. Runter, verdammt nochmal. Da, in die Tüte. Alles schön in die Tüte packen. Ich hab nichts bei mir, Mann. In die Tüte, worauf wartet ihr? In die Tüte. Laura, die Trinkgelder hier in die Tüte. Ist das ein Mobiltelefon? Ja. In die verdammte Tüte. Ausräumen, ausräumen. Genau so. Und jetzt legst du dich wieder auf den Boden. In die Tüte. In die Tüte. Her damit, was ist in dem Koffer? Die schmutzige Wäsche von meinem Boss. Dein Boss lässt dich die Schmutzwäsche machen? Weil sie sauber haben will. Klingt nach einem Scheißjob. Komisch. Ich hab gerade dasselbe gedacht. Mach ihn auf. Ich fürchte, das geht nicht. Ich hab dich nicht verstanden. Doch, was hast du? Was ist denn da hinten los? Sieht so aus, als hätten wir eine Kämpfernatur in unserer Mitte. Schieß ihm ins Gesicht! Auch wenn es dein Ego erschüttert hat, aber das ist nicht das erste Mal, dass ich eine Kanone vor der Nase habe. Wenn du nicht deine Hand von dem Koffer nimmst, war es das letzte Mal.
Hören Sie auf, Probleme zu machen, sonst werden wir noch alle getötet. Geben Sie denen, was Sie wollen. Halt gefälligst das Maul, Fettsack. Das hier geht dich überhaupt nichts an. Bleib ruhig, Honey Bunny. Ganz cool. Es ist kein Problem. Ich habe alles unter Kontrolle. Also, ich werde jetzt bis drei zählen. Und wenn du bis dahin den Koffer nicht öffnest, bleiben von deinem Gesicht bloß noch die Ohren übrig. Ist das klar? Eins, zwei, drei. Okay, Ringo. Du hast gewonnen. Der gehört dir. Mach ihn auf. Was ist das? Was ist das? Ist es das, was ich denke? Mhm. Ist wunderschön. Verdammt nochmal, was ist das? Lass ihn sofort los. Lass ihn sofort los. Du lässt ihn los oder du bist oder wir sterben. Sag der Schlampe, soll die Schnauze halten. Die Mutter soll das Maul halten. Bleib cool, Honey Bunny. Sag der Nutte, sie soll ruhig bleiben. Bleib ruhig. Die verdammte Nutte soll sich abregen. Krieg dich wieder ein, Honey Bunny. Ich will keinen Ton von der Nutte hören. Du wirst so tot sein. Sag ihr, dass alles glatt läuft. Es läuft alles glatt. Versprich es ihr. Ich verspreche es dir. Sag, sie soll keinen Stress machen. Mach keinen Stress, Honey Bunny. Na gut, jetzt sag mir ihren Namen. Yolanda. Ganz klar, Yolanda. Wir werden doch nichts Dummes anstellen, oder? Tu ihm nicht weh, Mann. Niemand wird jemandem wehtun. Wir führen uns jetzt auf wie drei kleine Fonsis. Und wir sind Fonsis Sohn. Komm schon, Yolanda. Wie ist es so sein, Fonsi? Cool. Wie? Cool. Korrekt, Amundo. Und genauso werden wir auch sein. Wir werden cool sein. Also Ringo, ich will jetzt bis drei zählen. Und wenn ich bei drei bin... Sorry. Wenn ich bei drei bin, möchte ich, dass du die Waffe fallen lässt, die Hände auf den Tisch legst und deinen Arsch hier hinhockst. Aber wenn du es tust, mach es cool. Bist du soweit? Eins, zwei, drei. Okay, und jetzt verschwinde hier. Yolanda, ich dachte, du wolltest cool sein. Also, wenn du mich anschreist, mach mich das nervös. Und wenn ich nervös werde, bekomme ich Angst. Und wenn ich Angsthasen nervös werde, dann fangen Angsthasen ganz schnell an zu schießen. Du sollst nur eins wissen, wenn du ihm wehtust, bist du tot. Tja, so ist nun mal die Situation. Aber ich will das nicht und du willst es auch nicht. Und Ringo hier will das ganz bestimmt auch nicht. Also mal sehen, was wir hier tun können. Na schön. So ist die Situation. Normalerweise wird er tot wie frittierte Hühnerhirsche. Aber er zieht diesen Mist ab, während ich eine Entwicklung durchmache. Ich will euch nicht töten. Ich will euch helfen, aber ich kann euch diesen Koffer nicht geben, weil er mir nicht gehört. Außerdem habe ich schon zu viele Scheiße wegen dieses Koffers durchgemacht, als dass ich einen Spinner wie dir gebe. Vincent, bleib cool. Yolanda, bleib cool. Baby, es ist alles cool. Wir reden doch nur. Komm, komm. Richte die Waffe auf mich. Richte die Waffe auf mich. So ist gut. Hey, Vince, du hältst dich zurück. Du machst erstmal gar nichts. Sag dir, dass ich dich gut verhalten soll. Bleib ruhig, Honey Bunny. Wie geht's uns, Baby? Ich muss pinkeln. Ich will nach Hause. Halt durch, Baby. Du machst es großartig. Ich bin stolz auf dich. Und Ringo ist auch stolz auf dich. Es ist fast überstanden. Sag ihr, dass du stolz auf sie bist. Ich bin stolz auf dich, Honey Bunny. Ich liebe dich. Ich liebe dich, Honey Bunny. Okay. Du wirst jetzt diese Tüte durchführen und meine Brieftasche raussuchen. Welche ist es? Die, auf der böser schwarzer Mann steht. Das ist sie. Ich bin ein böser schwarzer Mann. Mach sie auf. Nimm das Geld raus. Zähl es. Wie viel ist das? Ungefähr 1500 Scheine. Okay. Die kannst du einsacken. Die gehören dir. Also zusammen mit den anderen Brieftaschen und der Kasse ergibt es einen recht erfolgreichen Beutelgang. Hm? Jules, wenn du diesem verdammten Penner 1500 Dollar gibst, muss ich ihn schon aus Prinzip erschießen. Nein, Yolanda, Yolanda, es passiert gar nichts. Es wird überhaupt gar nichts passieren. Vince hat eine verdammte Klappe. Halt's Maul! Komm schon, Yolanda, bleib bei mir, Baby. Also, ich gebe es ihm nicht, Vincent. Ich kaufe etwas für mein Geld. Willst du wissen, was ich kaufe, Ringo? Was? Dein Leben. Ich gebe dir das Geld, damit ich dich nicht töten muss. Liest du die Bibel, Ringo? Nicht regelmäßig, nein. Da gibt es eine Passage, die ich fast auswendig kann. Die passt irgendwie zu diesem Anlass. Ich glaube, Hezekiel 25, 17. Der Pfad der Gerechten ist auf beiden Seiten gesäumt mit Friveleien der Selbstsüchtigen und der Tyrannei böser Männer. Gesegnet sei der, der die Armen der Barmherzigkeit und der Wut und des guten Willens, die Schwachen durch das Tal der Dunkelheit geleitet. Denn er ist der wahre Hüter seines Bruders und der Retter der verlorenen Kinder. Und da steht weiter: Ich will große Rachetaten an denen vollführen, die da versuchen, meine Brüder zu vergiften und zu vernichten. Und mit Grimm werde ich sie strafen, damit sie erfahren, dich sei der Herr, wenn ich meine Rache an ihm vollstreckt habe. Also, den Spruch bringt ein Kind schon seit Jahren. Und wer immer ihn gehört hat, wusste, es geht um seinen Arsch. Ich habe nie viel darüber nachgedacht, was er bedeutet. Ich fand einfach, das ist ein ziemlich kaltblütiger Spruch, den ich einem Wichser erzählen könnte, bevor ich ihn umlege. Aber heute Morgen habe ich etwas gesehen, das mir zu denken gab. Verstehst du? Im Moment denke ich, vielleicht bedeutet es, du bist der böse Mann und ich bin der rechtschaffene Mann. Und Mr. 9mm ist der Hirte hier, der meinen schwarzen Hintern im Tal der Dunkelheit beschützt. Es könnte auch bedeuten, du bist der rechtschaffene Mann und ich bin der Hirte. Und dass es die Welt ist, die böse und selbstsüchtig ist. Tja, das gefällt mir. Aber dieser Quatsch ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, du bist schwach und ich die Tyrannei der bösen Männer. Aber ich bemühe mich, Ringo. Ich verspreche, ich gebe das Beste, was ich kann, um der Hirte zu sein. Ich finde, wir sollten jetzt langsam gehen. Ja, das ist wahrscheinlich eine gute Idee.